herzlich willkommen erstmal zu MeToo Exodus. Oder willkommen zurück. Unser Freund Artyom scheint wohl nicht mehr ganz unter uns zu sein. Wie zur Hölle ist das? Wer war das? Wer ist das? Was ist das? Hilfe! Gut, es rettet uns zumindest mal. Kind des Waldes. Alter, genau in den Magen. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Das ist gut. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Ja. Genau, es ist alles gut. Jetzt sind wir hier gelandet. Wir haben keine Waffen, ne? Verdammt. Da haben wir unsere Karte. Da, wo sind wir überhaupt, Keller? Da unten, okay. Dann gehen wir mal los. Okay, wir haben eine Waffe. Ich hoffe, dass wir die nicht brauchen müssen. Ich guck mal das Ganze mal hier ein bisschen an. Oh, Alter. Ab, kusch, weg. Ich fürchte mich teilweise vor den Spinnen mehr als vor allem anderen. Hier war wohl schon länger keiner mehr drin. Das Bier nehmen wir mit oder was auch immer das war. Was Interessantes hier scheint aktuell aber nicht der Fall zu sein. 88. Okay. Vielleicht irgendeine russische Olympiasportlerin. Oh, könnte ein Wahn hin. So eine Art Warnhinweis sein. Wie gesagt, ich spreche kein Russisch. Also ich kann es jetzt nicht übersetzen. Sorry, falls das irgendwer übersetzen kann, darfst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache mir keine Sorgen gerade. Okay, das ist so eine Steckdosenleiste. Und diese Zahlen bedeuten übrigens, dass der mal zwischenspeichert gerade. Okay, ein Stück. Oh Gott, Alter. Die Puppe da ist natürlich auch ziemlich creepy. Oh, Alter.
Was für eine... Hat da gerade irgendwer auf uns geschossen? Ja, eine Notiz. Zettelanfall. Buddy, dieses Territorium gehört dem den Bruder der Küste. Verschwindet, sonst bezahlt es mit deinem Leben. Wie die anderen. Tod, den Eindringlingen. Ich will aber eigentlich euch auch überhaupt nichts tun. Versuche es jetzt mal natürlich klar. Wie gesagt, nochmal. Ich möchte niemandem irgendwas tun. So. Moin. Komm ich hier so hin? Ich hoffe, dass du jetzt natürlich keine Falle bist. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Alter. Den Fall nehmen wir natürlich mit. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Aus gar keiner Hütte. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. So, ich nehme mal mit. Ach, schön, das Blut abstreifen. Welche Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager? Nein. Naja, auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Was diese Mistkerle betrifft, wenn du durch ihr Territorium willst, musst du dich wie ein Gespenst bewegen. Du siehst allerdings aus, als könntest du sie komplett alleine erledigen. Wenn du also welche von diesen Miststücken siehst, dann mach sie kalt. Wenn sie unsere Jungs an Pfählen aufhängen, haben sie es nicht anders verdient. Okay, wir tun unser Bestes. Ja, komm mal schön hin. Ich muss aufpassen hier, dass ich hier nicht irgendwie runterfalle. Da hinten ist wieder irgend so ein... Ups. Okay, das ist nicht wichtig, aber den Pilz oder was auch immer, das habe ich hier gesehen. So, die Frage ist, wo geht's hier lang? Ich dachte, ich hätte irgendwie eine Höhle gesehen oder sowas, aber schau mal, geht's diesen Weg hier lang. Alles mit, neue Pfeile für unsere Armbrust. Wir können leider nicht mit unseren gewohnten Waffen rumlaufen. Da hinten ist unsere Statue. Ich guck mir das gerade mal an hier. Okay, ist scheinbar nichts. Das wäre hier irgendwas. Auf den ersten Blick, so gemerkt. Was haben wir hier? Ausrüstung, okay. Munition. Okay, ich kann immer noch nicht wechseln. Ich habe keine, wie gesagt, ich habe keine Pistole. Die sind scheinbar verloren gegangen, als wir in das Wasser gefallen sind. Ziemlich traurige Gegend.
Das sieht nach einer Schule aus. Also, es war mal eine Schule, so rum ist es richtig. Jetzt haben wir hier, kann man nicht lesen, okay. Das war scheinbar alles mal eine Schule. Steht hier irgendwas Wichtiges drauf? Irgendwelche mathematischen Formeln, die ich aber leider nicht kenne oder entziffern kann. Das dann die Kinder von der Lehrerin oder vom Lehrer zu sein. Scheinbar ist die Bombe eingeschlagen, als sie hier... Oh, sie war nicht im Unterricht, sondern... Ne, war sie, ja, wer weiß, was hier passiert ist, ne? Das kommt mir alles so... So unwirklich vor. Schauen wir hier. Okay, wie gesagt, mein Russisch ist leider nicht so gut, dass ich es überhaupt übersetzen könnte. Scheiße. Ab. Zum Wald. Scheiße. Ich muss nachladen. Auch erwischt. Ja, du verdammter Eindringling! Lauf, lauf, Leute! Mach mal Feierabend hier. Da ist er, dieser Kölner, in dem Durchgang. Der Westkurs. Leute, lade nach! Nimm das, du Tier! Geh mich auf den Sack, Alter. Gib mir Feuerschuss, Leute! Nachladen! Scheiße, der Tisch... Scheiß Tischkante da. Gute Nacht, Kollege. Ich nehme jetzt mal nur die Pfeile mit. Ich brauche die Waffe ja gar nicht. Ich habe die Waffe. Gute Nacht. Ja. Wir müssen weg von hier. Ja, viele dürften es ja nicht mehr. Was ist mit der Säule? Leute, das ist zu viel für uns! Schnell, weg von hier! Der Streuner ist hier, Leute! So, nehmen wir die Pfeile mal mit. Die hat nämlich 3 Stück gehabt. Wunderbar. So kannst du sie auch sneaky wegholen. Weil im Gegensatz zu den Kugeln kannst du die Pfeile ja immer wieder benutzen. Da ist er! Ich hab den nicht ganz erwischt, das ist das Problem. Huh? Leck mich doch am Arsch. Wie, du gibst dich was? Wo? Wie, wann? Das ist nur noch einer. Du hast gewonnen, Streuner. Ich gebe auf. Okay.
Ich mach dich trotzdem kalt. Ich kann es nicht riskieren. Scheinbar nichts. Dann machen wir es runter. Ja. Aua. Ui, 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 ui. Hab dich hier. Geil, Besuch. Oh, Gott sei Dank. Die uns nicht bemühen. Komische Fässer haben wir mal auseinandergenommen. Was hat niemand. Ich hoffe, dass die uns jetzt nicht weiter. Sind wir aber auf dem richtigen Weg zu nebenbei gerade? Ja. Gut, aber den nächsten Teil sehen wir dann im nächsten Part wieder. Ihr kennt das ja.